Hallo und herzlich willkommen bei App Service. In diesem Video geht es um die Karten-App für den iPod Touch 4G. Wir starten diese direkt. Das ist von Google, wie man hier unten links sieht. Und ja, Google Maps müsste eigentlich fast jeder kennen. Einfach mal maps.google.de in euren Internetbrowser eingeben, da kommt ihr dann zu einer ähnlichen Ansicht wie dieser hier. Wir können direkt hier was suchen. Da sind wir gerade bei der Karte, können wir jetzt zum Beispiel mal. Sehen wir denn mal, wir können mal nach dem Brandenburger Tor suchen. Ich lösche das mal, gucken wir, ob wir es im Querformat drehen können. Geht wieder mal nicht, schade, schade, schade. Brandenburger Tor. Suchen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, das hat es gefunden. Brandenburger Tor. Wir können es auch direkt hier auf diesen Pfeil drücken. Da kommen wir dann zu den weiteren Infos. Wir können beim Brandenburger Tor anrufen. Die Adresse können wir sehen. Wir können die Wegbeschreibung dorthin benutzen. Und die Wegbeschreibung von diesem Brandenburger Tor zu einer anderen, zum anderen Ort. Man kann das zu Kontakten hinzufügen, den Ort senden. Das ist wahrscheinlich per E-Mail. Genau, per E-Mail abbrechen. Und man kann es zu Lesezeichen hinzufügen. Lasse ich aber jetzt mal weg. Auf der Karte können wir jetzt direkt ranzoomen, indem wir die Finger auseinanderziehen. In die andere Richtung geht es natürlich auch wieder zusammen. Und wir können auch beim Zoomen direkt verschieben. Das ist richtig cool, da kann man sich frei bewegen. Zoomen mal direkt jetzt ans Brandenburger Tor ran. Jetzt können wir hier unten rechts verschiedene Sachen auswählen. Können wir einfach eine Stecknadel setzen. Die ist jetzt zwar schon hier drin, aber nebendran haben wir jetzt halt noch eine hingesetzt. Wir können den Verkehr anzeigen. Den können wir auch wieder ausblenden. Da hat sich jetzt nicht ganz viel geändert, muss man sagen. Nützt nicht so viel. Haben mal wieder ausgeblendet. Und jetzt können wir noch einstellen, was für eine Kartenansicht wir haben möchten. Wir können einfach mal Karte, so wie es jetzt ist. Wir können den Satellit nehmen, also Satellitenbilder. Das ist wirklich richtig cool. Man kann auch ganz schnell hier ranzoomen. Das wird ganz schnell aktualisiert. Und zoomen wir mal wieder ans Brandenburger Tor ran. Dann gibt es noch Hybrid. Das ist dann auch Satellitenbild mit Straßennamen, Nummern und so weiter. Und da gibt es noch die Liste. Das ist keine Ansicht, sondern einfach nur die Liste von den ganzen Sachen, die wir gesetzt haben. Ich lasse jetzt mal die Karte, die ist irgendwie am übersichtlichsten, finde ich. Und jetzt können wir hier was, eine Route hinzufügen. Wir können als Ende jetzt die gesetzte Stecknadel nehmen. Wir können mal gucken, ob wir die auch bei Start reinbekommen. Dazu müssen wir das in den Kontakten speichern oder hier in den Lesezeichen ist es auch drin, gesetzte Stecknadel, Ende. Dann nehmen wir mal, suchen wir mal einfach mal nach Köln, gucken, ob es da irgendwas findet. Köln, nehme ich jetzt nur mal als Beispiel. Und es hat es auch gefunden. Jetzt sehen wir hier in der Großkarte die gesamte Strecke. Hier ist der Start bei Grün, Ziel ist Rot. Und ja, wenn wir jetzt hier auf Start drücken, vorher können wir natürlich noch entweder die Route nochmal ändern, auswählen, was wir benutzen wollen, Auto, die Bahn oder Bus, was ist das? Das ist, denke ich mal, öffentliche Verkehrsmittel, denke ich mal, also insgesamt und eben Fußweg. Wenn man zum Beispiel übers Meer schwimmen möchte, kann man das auswählen. Wir bleiben mal beim Auto und drücken auf Start. Jetzt zoomt es automatisch hier hin und das funktioniert jetzt leider nicht sehr gut, weil dazu brauchen wir eine Internetverbindung und der iPod Touch hat ja nur eine externe Internetverbindung, also WLAN und Wi-Fi und das geht nur beim iPhone, das Internet hat, da kann man dann beim Fahren direkt die Route sehen, das wird es dann automatisch aktualisieren, aber so kann man das auch sehen, wo man losfahren muss, wo man langfahren muss, kann dann hier so lang zoomen und ja, das ist leider der Nachteil, wenn man dann kein Internet mehr hat, aktualisiert die Karte auch nicht mehr. Das ist ein Nachteil und das funktioniert dann leider auch nicht. Man kann sich vorher die Route allerdings ansehen und sich ein bisschen merken, wo man langfahren muss. Also auch sehr nützlich. Wir können jetzt hier wieder die Route verlassen, indem wir auf Suchen drücken. Können hier links den Ortungsdienst einstellen. Machen wir mal bei Einstellungen. Mal sehen, was dann geladen wird. Ortungsdienste ist standardmäßig jetzt schon aktiviert. Wir können ja einstellen, welche das alles verwenden dürfen. Karten ist deaktiviert, deswegen müssen wir es aktivieren. Und ja, gehen wir wieder zurück.
Machen wir am besten über das Multitasking-Menü. Karten. Und jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt wird automatisch der Ort, wo wir uns gerade befinden, gesucht. Das kann eine Weile dauern. Aber jetzt hat es auch schon funktioniert. Wir sind gleich jetzt hier hingekommen, wo wir uns gerade befinden. Auch mit einer blauen Stecknadel jetzt versehen. Und jetzt können wir beispielsweise eine Route hinzufügen. Und zwar ändern. Start. Nehmen wir mal, wenn wir das entfernen können. Start. Aktueller Ort, der ist blau markiert. Aktueller Ort nach. Was nehmen wir mal? Nehmen wir mal Frankfurt. Das ist nicht so weit von mir. Frankfurt suchen. Und jetzt wird automatisch hier angezeigt, dass es mit dem Auto ungefähr 45 Minuten dauern wird. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die wurden wieder mal nicht gefunden. Ich weiß nicht, was das hier ja, bedeutet. Ob man das überhaupt verwenden kann oder ob das gar nicht geht. Und Fußweg würde jetzt 11 Stunden und 37 Minuten dauern. Ja, ich mache mich dann mal auf den Weg und dann sehen wir uns in 11 Stunden wieder. Nee, kleiner Spaß. Und das ist wirklich sehr schön. Hier können wir auch direkt ranzoomen. Hier sehen wir, also ich wohne in Heppenheim hier, von diesem Ort, der ist blau und grün markiert. Grün heißt Start, da geht der Weg entlang. Über die Autobahn müsste das sein, direkt, das ist die Autobahn. La 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 la. Können wir dem Weg folgen? Und da sehen wir auch immer, wo wir langfahren müssen. Hier geht es dann ab nach Frankfurt und da sind wir dann auch Innenstadt. Und so funktioniert das, richtig cool. Viel mehr gibt es zu der Karten-App nicht zu sagen. Wir gehen mal in die Einstellungen. Da gibt es keine Einstellungen. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnten sie noch was reinmachen. Hier gibt es aber leider keine. Und ansonsten war es von der App jetzt soweit. Viel mehr gibt es nicht. Und ja, eine Top-App funktioniert mit Google. Richtig schön. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.